Hallo, schönen Abend, muss ich beinahe schon sagen. Es ist Herbst und es wird schnell dunkel. Und dann hat man viel eher schon das Abendgefühl. Ich melde mich heute, du hast dich sicher auch schon dabei ertappt oder schon gemerkt, dass es manchmal so ist, dass du einfach wie aus der Anspannung nicht mehr herauskommst. Ich habe die letzten Tage realisiert, dass ich, auch wenn ich morgens aufwache oder vielleicht merke ich es da sogar einfach besser, eigentlich schon verspannt bin, dass ich ein bisschen, unter Druck bin oder dass ich auch realisiere, ich habe da mal eine Nacht auf die Zähne gebissen. Das sind alles so kleine Zeichen, dass ich noch angespannt bin. Das ist auch etwas, das ich ganz, ganz oft von meinen Klientinnen höre, von meinen Klienten. Eigentlich bin ich so total erschöpft und dennoch habe ich das Gefühl, dass ich total unter Strom stehe oder dass ich gleichzeitig auch total verspannt bin. Also diese Erschöpfung, dieses Müdesein führt nicht dazu, dass man eigentlich nur noch schlaff und chillig ist, also dass die ganze Muskulatur entspannt ist, sondern das führt eher dazu, dass man innerlich angespannt ist und dass auch die Muskeln angespannt sind. Also es gibt da einen Unterschied. Es gibt diese muskuläre Verspannung und es gibt auch dieses innere Verspanntsein. Und beides bedingt natürlich einander. Also das ist nicht voneinander abzukoppeln, aber ich benenne beides, weil nicht alle Menschen haben dieselben Wahrnehmungsorte. Es gibt Menschen, die sind besser im sich körperlich wahrnehmen, im Spüren, was da im Körper ist, und andere sind besser darin, im sich seelisch wahrzunehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass Verspannung sich wirklich auch auf unterschiedlichen Ebenen zeigen kann. Diese Verspannung, die hat, darüber habe ich auch einmal gesprochen, da weiß ich nicht mehr das Datum, damit zu tun, dass wir Menschen Anspannung machen brauchen. Wir brauchen es, dass wir die Muskeln anspannen können, um uns zu bewegen, um überhaupt aufrecht zu stehen. Da sind ganz viele Muskeln aktiv, um Arme zu bewegen, da gibt es Muskeln, die werden aktiv und spannen sich an, und andere, die müssen gleichzeitig loslassen, damit das überhaupt möglich ist, dass der Arm gestreckt ist. Also wir sind eigentlich immer in so einer Hin- und Herbewegung von Anspannung machen und wieder entspannen, und beides je nachdem sogar gleichzeitig, damit wir überhaupt uns bewegen können. Und wenn wir uns zunehmend mehr anspannen oder eben auch verspannen, dann büßen wir auch etwas an Beweglichkeit ein. Also sich zu bewegen geht wesentlich schlechter, wenn wir angespannt sind, wenn viele Muskelgruppen angespannt und verspannt sind. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemerkt hast, manchmal, wenn du dich bücken willst, dass das manchmal gar nicht so gut geht. Vor allem, wenn man eher mal in die nach hinten sich gelehnt hat oder flach auf dem Boden gelegen ist oder flach auf dem Bett gelegen ist, dann ist es möglich, dass durch diese Lage mit dem hohlen Kreuz, dass es schwierig ist, wieder in die Vorbeuge zu gehen, und man da dann richtig die Verspannung spürt oder dieses Verspanntsein spürt. Ja, was kannst du tun oder was ist wichtig über Anspannung und Entspannung zu wissen oder dieses Loslassen? Es ist wichtig zu wissen, es sind zwei Systeme, eines, das Anspannung macht und eines, das Entspannung macht. Und von diesen Systemen ist es wichtig zu wissen, dass das Anspannung machen wesentlich schneller geht, wesentlich dazu beiträgt. Das müssen wir schnell können, weil es dazu beiträgt, dass wir schneller reagieren können, dass wir schnell loslassen
preschen können, zuschlagen können, was auch immer nötig ist. Und das Entspannen hat eher etwas damit zu tun, dass wir in die Ruhe kommen, dass wir, wenn wir in Sicherheit sind, wieder Zeit brauchen, Raum brauchen, um uns zu erholen oder auch um Nahrung zu verdauen. Da sind wir dann in diesem entspannten Modus. Wenn es so ist, dass wir viel schneller Anspannung machen können, das führt dazu, dass wirklich mit zunehmendem Alter wir eher verspannter werden. Du kennst das vielleicht auch, dass gewisse Menschen dann auch sich ein bisschen deformieren, nach vorne gebückt sind oder krumm werden. Das hat auch mit unterschiedlicher Spannung in der Muskulatur zu tun und dass das nicht mehr in Balance ist. Um entspannen zu können, genau, ist es wichtig, dass wenn das Anspannen leichter geht, dass wir das wirklich auch öfters üben und trainieren, dass wir da gucken, immer wieder in einen lockeren Zustand zu kommen, immer wieder auch Muskelgruppen loslassen zu können, vor allem wenn wir merken, eben, dass wir irgendwo einseitig verspannt sind. Viele Menschen haben inzwischen Nackenbeschwerden. Das kommt von der Computerhaltung. Wir haben da die Hände auf der Tastatur, je nachdem angestrengt in den Bildschirm gucken. Und dann gibt es eine Vorlage und der Kopf hat ein Gewicht, der zieht nach unten. Und da braucht es diese Hals-Nackenmuskulatur, um den Kopf zu halten, damit er nicht nach vorne kippt und die verspannt sich dann. Also wichtig ist auch, je nach Tätigkeit, die wir haben, dass wir uns immer wieder darum kümmern, wie sitzen wir, wie stehen wir, ist da möglichst vieles in Balance, so dass möglichst wenig Anspannung gemacht werden muss, um aufrecht zu sein, um zu sitzen, um zu schreiben, also dass wir da auf eine ergonomische Haltung uns achten. Ergonomisch bedeutet Körper angepasst, so dass keine Muskulatur überbeansprucht wird und wir möglichst gut in der Balance sind. Und wichtig ist eben diesen Teil zu trainieren, loslassen, entspannen zu können. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Wichtig ist, regelmäßig für Entspannung zu sorgen, sei es mit Bewegungsteilen. Also man kann in der Bewegung entspannen. Ich habe das vorhin beschrieben. Um mich bewegen zu können, braucht es einerseits, dass ich Spannung mache, eine gute Haltung, Anspannung habe, aber es braucht natürlich auch, dass ich locker lasse. Wer gerne tanzt, der spürt das dort im Tanzen, um sich zur Musik, zu einem Takt, zu einem Rhythmus bewegen zu können, ist es wichtig, auch eine gewisse Lockerheit zu haben, auch eine Lockerheit im Kopf zu haben. Und da wird auch wirklich das Loslassen geübt, auch wenn man fließende Bewegungen machen will. Skilaufen, das steht jetzt wieder vor der Tür. Wenn wir so eher verspannt, angespannt sind, noch wenig trainiert sind mit der Muskulatur für die Beine, dann einen Tag auf die Skier stehen, je nachdem auch ein bisschen feuchtem, nassem Schnee noch, dann merkt ihr sofort, wie die Muskulatur arbeiten muss, wie da auch Spannung gemacht werden muss, damit ihr den Schnee auf die Seite schieben könnt und dieses Anspannung machen, das kann dann dazu führen, dass ihr eher zu viel angespannt seid und gar nicht mehr so elegante Schwünge hinbekommt. Auch nicht dieses Gefühl vom letzten Jahr, das ihr vielleicht noch im Kopf habt, noch gar nicht am ersten Tag funktioniert, da so über den Schnee zu gleiten. Das braucht zuerst wieder, dass die Muskulatur sich aufbaut, die richtigen Orte Spannung machen können und gleichzeitig, dass nicht alles hart wird, sondern dass die
die unnötigen, also die Muskulatur, die nicht nötig ist, um zu halten, um den Schnee wegzudrücken, dass die auch wieder locker ist. Deshalb in Bewegung kann das geübt werden und es ist gut, sich zu bewegen. Und da jetzt nicht ein Muskelaufbautraining zu betreiben, sondern eher Bewegungen, die fließend sind. Ich habe das Tanzen erwähnt, Laufen, Spazieren, das ist auch eine gute Sache. Oder jetzt wird auch wieder ein bisschen aktueller das Langlaufen, auch eine gute Sache. Schwimmen, das sind fließende Bewegungen gewünscht, wo immer auch gewisse Muskelgruppen sich entspannen können. Dann gibt es aber auch Bewegungsmöglichkeiten im Yoga, im Pilates, im Fitness oder wer gerne einen Mannschaftssport macht, Volleyball spielen oder Handball, Fußball kann auch gut sein. Da bei all diesen Mannschaftssporten ist es wichtig, dann nicht zu verbissen zu werden. Wenn wir verbissen werden, dann haben wir auch eher die Tendenz, wieder in die Anspannung zu gehen. Das System, das zuständig ist für die Entspannung, das ist der Parasympathikus und insbesondere der Vagusnerv. Der Vagusnerv ist ein Nerv, der geht die ganze Wirbelsäule, ich greife jetzt nach hinten, die ganze Wirbelsäule entlang nach unten und er hat bei jedem Wirbel, wo er vorbeikommt, verzweigt er sich. Da gehen Nerven raus, also der ist in der Wirbelsäule, auf der Vorderseite. Und immer bei so einem Wirbel gehen Nervenstränge nach außen und die versorgen dann das Areal rundum. Also am Hals, den Hals, wenn es weiter nach unten geht, wirklich auch den Rücken bzw. vorne und die Organe, die da sind, also das Herz, Lungen, Leber, Milz, all unsere Organe, auch Magen, Darm. Und wenn dieser Vagusnerv nicht mehr genügend entspannen kann, dann kann es auch wirklich zu Beschwerden an den Organen kommen, die dieser Nerv versorgt. Also der kann dann diese Information von Entspannen nicht mehr weitergeben, weil er selber nicht in diesem entspannten Zustand ist. Um diesen Vagusnerv zu entspannen, gibt es nochmals ganz spezielle Techniken, Übungen. Eine Möglichkeit ist wirklich über den Atem. Und zwar geht das so, dass man einatmet und länger als dass man einatmet, ausatmet. Dann gibt es noch eine ganz spezielle Vagusnervatmung. Die kann ich jetzt heute so schnell nicht zeigen, aber die geht sehr tief. Also die lässt einem wirklich tief innerlich auch loslassen und entspannen. Dann kann es auch sein, dass du mit Massage in so einen tiefen, entspannten Zustand kommst, mit Wärmeanwendungen, vielleicht ein Vollbad nimmst oder auch in ein Thermalbad gehst. Es kann auch gut sein, wirklich ins Schwitzen zu kommen, dass ein Teil die Entgiftung wieder funktioniert und dass wirklich auch über dieses Schwitzen die Muskulatur loslassen kann. Wichtig daran ist, wirklich jeden Tag möglichst mehrere Male etwas zu tun, das diesen Vagusnerv in einen lockeren, entspannten Zustand versetzt. Mit Musik und mit Klängen, da kann auch ganz vieles ausgelöst werden, dass der wirklich tief loslassen kann. Ich habe mir
etwas ausgedacht, wenn du interessiert bist, wirklich mehr über diese ganz konkreten Möglichkeiten, den Vagusnerv zu stimulieren, sodass der ein Gegengewicht zur Anspannung geben kann. Dann kannst du, ich werde unter diesen Livestream noch einen Post setzen mit einem Link und da kannst du dich anmelden. Ich habe verschiedene Techniken aufgenommen, kleine kurze Videos gemacht, wie dass du zum Beispiel die Atmung oder diese Vagusnervatmung, aber auch wie du mit kurzen Yoga-Übungen wieder in einen entspannten Zustand kommen kannst. Mit Klängen habe ich dir aufgenommen. Wenn du dich über den Link anmeldest, dann bekommst du diese kleinen Videos zugestellt. Auf eine gute Donnerstagsentspannung und schau wirklich da unten unter diesem Video nochmals nach. Klicke den Link und du bekommst Anleitung, wie du den Vagusnerv trainieren kannst, so dass der in gute Balance mit der Anspannung kommt, so dass du wirklich immer leichter und lockerer loslassen kannst. Eben hier unten klicken. Ich mache diese Übungen jetzt auch wieder, wo ich realisiert habe, dass ich wieder etwas mehr angespannt bin. Mach sie auch. Hier klicken. Tschüss. Clarina von der Energie Coaching Akademie.